Hallo, das ist eine gute Tag. Ich spreche gerade mit Herrn Steiner. Ja. Schön, Sie zu erreichen. Mein Name ist Arinda und ich melde mich von der Firma Tradero, Herr Steiner. Von wem? Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute habe ich euch wieder ein tolles Callcenter mitgebracht. Ja, wie so oft mit einer Trading-Abzocke. Allerdings beschäftige ich wieder hier mindestens 2 Mitarbeiter. Ich meine, gut, manchmal können im Hintergrund noch mehr dabei sein, die dann noch mithelfen müssen. Ich vermute, es ist aber meistens dann, wenn der zweite Mitarbeiter ans Telefon kommt, ist es einfach nur derjenige, der sowieso schon die ganze Zeit im Gespräch mit zugehört hat. Naja, auf jeden Fall labere ich den Mitarbeiter hier heute zu Tode, dass er dann irgendwann keinen Bock mehr hat und ja, von selbst das Handtuch schmeißt. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem neuen Anruf. Von der Firma Tradero. Tradero. Online-Trading. Ja, Online-Trading. Aha, okay. Und wegen Ihres Anmeldung, das Sie bei uns gemacht haben und Sie haben Interesse gezeigt am Bitcoin, ist das richtig? Ja, aber ich verstehe Sie kaum, weil da im Hintergrund da ist irgendwie ganz laute Musik. Ja, ich erkläre Ihnen. Ich bin Ihr personeller Account-Manager. Ja. Wieder die übliche Leier. Man erzählt was, die kapiert gar nicht, was ich gemeint habe und macht in ihrem Programm da einfach weiter. Sehr zuvorkommend. Nochmal eine kleine Erklärung dazu. Wenn ihr die Musik hier nicht mehr so laut hört, dann ist das einfach nur, weil ich sie relativ gut hab rausfiltern können. Manchmal muss man es leider mit der Filterei auch übertreiben. Dann hört sich so an, als würde der ja Gegenüber und teilweise auch ich dann im Gespräch so ein bisschen unter Wasser klingen. Das hat dann einfach was damit zu tun, dass viel zu viele Tonfrequenzen rausgefiltert sind, die ja die beiden Stimmen dann letztendlich auch betreffen. Er geht leider nicht anders, hat lizenzrechtliche Probleme von YouTube. Ich meine, meistens läuft da Kakerlakenmusik, irgendwas Arabisches oder so im Hintergrund. Manchmal sind es aber auch tatsächlich die aktuellen Charts. Und da ist es dann schwierig. Ich meine, aus irgendeinem arabischen Land wird keiner kommen. Da ist es dann teilweise ja mehr oder weniger egal, wenn da irgendwo Musik läuft. Aber grundsätzlich, also es gibt grundsätzlich eigentlich eine Regel, man hat die Rechte an Musik nicht. Egal, auch wenn man es erlaubt bekommen hat. Selbst wenn ich einzeln für dieses eine Musikstück anfrage und man sagt, und der Künstler sagt, ja, kannst du nehmen, ja, heißt das noch lange nicht, dass man nicht dann doch noch vom Produzent verklagt werden könnte mit der Musik. Ich meine, gut, die Datenschutzgesetze sind mittlerweile so, dass YouTube halt auf Löschen drückt und dann ist die ganze Geschichte gegessen. Sollte aber auch nicht so oft sein und daher versuche ich hier immer möglichst die ganze Musik da irgendwie raus zu radieren, dass man da eben kaum noch was von mitbekommt. Nur so viel zum Technischen nochmal ganz kurz, weil ihr hört das hier nicht so laut, wie ich das dann am Telefon gehört habe. Professionelle. Und ich bin hier weiter zum Helfen, hier an das Kontakt zu stehlen. Aha. Und ich habe eine Frage. Und was wollen Sie stehlen? Handelskonto. Haben Sie Erfahrung beim Traden online oder nein? Nö. Aber was wollen Sie denn da stehlen? Sie haben die Möglichkeit, ja, von 200 bis 100 Euro täglich zu verdienen. Verstehen Sie? Also am Tag kann ich 100 Euro bei Ihnen verdienen. Mit einem kleinen Kapital, die investieren, und aha, sie haben das Möglichkeit von 200 bis ja 100 Euro täglich zu verdienen mit unserer Plattform. Okay. Haben Sie gesehen unsere Plattform? Nee. Oder nein? Habe ich nicht gesehen. Keine nee. Problem. Haben Sie, benutzen Sie jetzt einen Laptop? Nee. Okay, machen Sie deine Handy mit Lautsprecher. Ja. Und öffnen Sie eine Google-Seite. Aber warum soll ich das? Schreiben Sie. Warum soll ich das mit dem Handy machen? Kann ich das nicht auch mit dem Computer machen? Haben Sie jetzt? Na, ich habe einen Computer da, ja. Okay, öffnen Sie deinen Computer einfach, bitte. Den Computer soll ich öffnen. Deinen Computer. Haben Sie Internet? Ja, ja, ich habe Internet, aber ich verstehe nicht, warum ich den Computer öffnen soll. Dann geht ja die Garantie verloren. Nein, ich habe... Wenn Sie sehen, unsere Plattform... Ja. Okay? Und möchten Sie das schreiben und sehen unsere Plattform, okay? Wie meinen Sie das? Nur das.
Ja, damit kann man die natürlich auch jedes Mal vollkommen überfordern, weil die sagen einem jedes Mal, man soll den Computer öffnen. Tja, aber da verliert ihr eure Garantie, wenn ihr den Computer öffnet. Oder genau genommen ist es dann die Gewährleistung, die man dort verlieren könnte. Denn daran habt ihr eigentlich in der Regel nichts zu suchen, zumindest wenn es ein Fertigcomputer war. Oder bei einem Laptop erst recht. Kann man machen, teilweise ist es auch erlaubt, aber sollte man nicht machen, da man da tatsächlich seine Gewährleistung von den Geräten verlieren kann. Was sie hier eigentlich sagen möchte, ich soll den Computer einschalten, hochfahren, das Windows-Programm starten und dann den Browser öffnen. Tja, aber das kriegen sie irgendwie alles nicht gebacken. Anstatt einfach nur zu sagen, setzen Sie sich bitte an den PC oder an den Computer, das ist ja wahlweise völlig egal, und dann sagt man einfach, öffnen Sie unsere Webseite. Dann wüsste jeder, was gemeint ist. Aber man soll hier die PCs öffnen und im Google gehen und naja, dann kann das natürlich auch nichts werden und nur ewig dauern. Aber naja, die wollen es ja so nicht anders, die Callcenter. Man muss sich ja hier immer irgendwie was aus der Nase ziehen, was die eigentlich von einem wollen. Was genau deren Plan ist, das verraten sie ja nie. Ich meine, das wissen wir hier, weil wir alle nicht doof sind. Aber naja. Und ich erkläre alles, okay? Also ich soll meinen Computer jetzt anmachen, oder was meinen Sie? Sie. Ja, ich soll den Computer anmachen. Ja. Ja, dann, dann fahre ich den Computer jetzt hoch, ja? Ja, Sie müssen deinen Computer öffnen. Und öffnen Sie eine Google-Seite. Ja, aber erstmal muss ich ja den Computer anmachen dazu. Wie bitte? Ich sage, erstmal muss ich den Computer ja einschalten. Soll ich den Computer einschalten? Meine Computer. Ne, meinen. Ja. Ja, dann schalte ich den jetzt erstmal an, Moment. Ja, keine Problem. Ja, und muss das da mit der Musik im Hintergrund sein oder können wir die ausmachen? Ich verbinde mit den Kollegen, einen Moment. Tja, das war dann wohl schon wieder viel zu viel für die nette Dame und sie weiß gar nicht mehr, was sie eigentlich mit mir anstellen soll. Tja, ich frage mich jedes Mal, warum man dann solche Leute auch ans Telefon setzt, die wirklich nur ablesen können, aber sobald man als Kunde den Mund aufmacht, sprengt man völlig das Gespräch und sie weiß überhaupt nicht mehr, was sie tun soll. Das ist eigentlich schon ein sehr großes Armutszeugnis für solche Callcenter, tja, aber zeigt wohl, dass so eine Masche wohl trotzdem funktioniert. Ich meine, sonst würden die hier nicht zu Dutzenden jeden Tag anrufen und teilweise ja sogar zeitgleich alle bei mir anrufen, denn jedes Mal, wenn ich jemanden in der Leitung habe, klingelt das Telefon ja weiterhin und das auch permanent. Ne? Also die versuchen es den ganzen Tag und wählen hier permanent durch und es müssen einige Callcenter sein. Gut, wir haben viele Callcenter, haben wir ja auch doppelt und zehnfach auf dem Kanal, naja, aber das bedeutet eigentlich nur, dass die, die nochmal anrufen, ultra dämlich sind und keine technischen Vorkehrungen treffen oder auch gar nicht können. Naja, aber Mist ist das ja trotzdem alles. Hallo? Ja, hallo? Grüß Gott. Ja, wenn ich ihn sehe. Kamil ist mein Name von der Firma Tradera. Kamil? Also ich bin Kamil, genau. Also wie das Tier? Nicht wie das Tier, nee. Kamil ist mein Name. Kamil, ja. Genau. So, Herr Steiner, Grund Ihres, unserer Anruf ist wegen Ihrer Anmeldung, dass Sie einen Bitcoin gemacht haben. Das war vor ein paar Tagen. Okay. Genau. Ich bin Ihr Account Manager und bin ich da, um Ihnen weiter zu helfen. Erstmal ein paar Informationen mitteilen, dass Sie genau wissen, wie das funktioniert. Dann natürlich am Ende mit das Handelskonto aktiv zu stellen, ja? Ja, das hat ja die Kollegin schon gesagt, dass ihr was vom Handelskonto stehlen wollt. Genau. Das verstehe ich nicht. Aber warum wollt ihr da was stehlen? Nochmal bitte? Warum wollt ihr da was stehlen? Das verstehe also, Sie haben eine Registrierung an Bitcoin. Stimmt das? Weiß ich nicht, ob das stimmt. Herr Steiner? Ja? Lassen Sie mich ein paar Informationen mitteilen, dass Sie genau wissen, wie das funktioniert bei uns. Okay. Am Ende die Entscheidung liegt bei Ihnen, ja? Ja. Okay. So, wenn ich frage das, haben Sie Erfahrung an Online-Trading oder ist das das erste Mal für Sie? Nö, das habe ich noch keine Erfahrung. Nee. Keine Erfahrung, das ist kein Problem, weil die meisten von unseren Kunden hatten keine Erfahrung gehabt, aber jetzt sind alles Profi geworden. Ist es besser, wenn man keine Erfahrung hat? Das spielt keine Rolle, weil von jeder Kunde, wir stellen Ihnen einen Senior Account Manager. Ja, er sagt's ja selbst. Sie bestehlen die Kunden.
Tja, hat er zwar nicht so gemeint, aber letztendlich ist es ja nichts anderes. Wie bei jedem anderen von diesen Callcentern, die hier anrufen, wenn ihr da euer Geld einzahlt, dann habt ihr es zum letzten Mal dabei gesehen. Mehr wird das Geld, naja, höchstens bei den Betrügern. Also der macht mit ihnen ein kurzes kostenloses Schulungstraining. Und dann stehlt er alles. Nochmal bitte? Und dann stehlt er alles. Genau, der zeigt ihnen genau, wie sie die Operationen eröffnen können. Also der gibt ihnen Signale. Ja. Zum Beispiel der Bitcoin ist am Steigen. Aber nicht nur der Bitcoin, der Strompreis ist sehr interessant die letzte Zeit, weil wir nach oben gehen. Also die Aktien von Amazon, von Tesla, von Lufthansa und von vielen anderen großen Unternehmen sind am Steigen. Also jetzt ist die perfekte Zeit, weil sie in die Börse profitieren können. Was für eine absolut geschwollene Scheiße. Also es ist klar, dass immer irgendwas an der Börse gerade am Steigen ist, aber gleichzeitig auch immer am Fallen. Naja, und das vergessen sie hier irgendwie jedes Mal dem Kunden mitzuteilen, dass nicht immer alles nur irgendwie am Steigen ist bei der Börse. Weil logisch, da wo Sachen steigen, müssen sie auch irgendwann wieder fallen. Weil allerspätestens, wenn der Markt durchgelutscht ist, dann, naja, was will die Firma noch an Profite machen, wenn sie alles haben? Klar, man kann ein neues Produkt auf den Markt werfen. Naja, aber wie ihr das wisst, jede noch so große Firma hat so irgendwann mal ihre Börsenkrise. Ne? Beispiel Facebook. Da hat man auch schon mal mehr für seine Aktie bekommen. Naja, und das ist mit allen anderen Sachen ganz genauso. Bestes Beispiel sind eigentlich so die ganzen deutschen Sachen wie VW und so. Wenn man da sein Geld reingesteckt hat, ist man zwischendurch auch schon, naja, achten gelaufen, weil die Kohle gedroht hat, irgendwie auszugehen. Naja, ich kenne mich mit der Börse jetzt nicht so geil aus, auch wenn ich da über meine Bank letztendlich auch ein bisschen Geld liegen habe. Ja, aber das, was hier passiert, ist einfach nichts anderes als absoluter, vollkommener Quatsch. Jetzt kann man am besten stehlen, meinen Sie. Nochmal? Jetzt kann man am besten stehlen, meinen Sie. Ja, genau. Jetzt ist die beste Zeit. Okay. Ja. So, Herr Steiner, lautet Ihre E-Mail-Adresse gerold@md2xfun.de. fun.de, ja. MD 2 mal C, ja. Wie Cäsar Fun.de. Ja. Okay, haben Sie einen PC, Laptop oder machen Sie das per Smartphone? Nee, ich habe einen Computer. Okay, prima. Ich werde Ihnen den Link senden, dass Sie in unsere Seite gehen können und dann kann ich Ihnen alles Schritt für Schritt erklären. Also okay? Soll ich den erstmal einschalten, den Computer? Machen Sie Ihre Computer an, genau. Ja, dann fahre ich den schon mal hoch, das dauert eine Weile. Wie viel dauert? Weiß ich nicht, bis er fertig ist. Kein Problem, nehmen Sie Ihre Zeit. Ja. Ja. Und wie lange macht Ihre Firma das da schon? Nochmal? Und wie lange macht Ihre Firma das da schon? Seit 15 Jahren. Seit 15 Jahren, absolut. Genau. Haben Sie nicht über die Tradero-Firma gehört? Nee. Ja, wir sind eine von, wir sind der erste Platz momentan in der Welt. Ja. Also bei diesem Callcenter kommt wirklich absolut nur Scheiße durchs Telefon. Die sind also der erste Platz von der Welt. Ist ja wirklich spannend. Also wollen die sich jetzt hier tatsächlich auch noch anmaßen, dass sie auf dem ersten Platz der ganzen Trading-Plattform sind? Ja. Das ist genauso, als würde euch euer Sonnenbrillenverkäufer am Stand sagen, hier kriegst du die besten Sonnenbrillen. Mehr ist es nicht. Absoluter Quatsch. Also was die hier sich zusammenscheißen am Telefon, es geht auf nichts mehr drauf, wirklich. Also ein normaler, logischer, denkender Mensch, der weiß, was hier passiert. Und der lässt sich auch nicht so verarschen. Aber wir wollen ja genau den Rest, der halt, warum auch immer gerade seine Intelligenz ausgeschaltet hat, gibt ja auch Leute, die einfach nur gerade irgendwie eine Depri-Phase haben und, naja, haben sich halt da reinziehen lassen. Ja,
auf jeden Fall informiert alle, dass das alles Quatsch ist mit diesem Trading-Zeug am Telefon. Es gibt keine Trading-Firmen, die euch anrufen. Es gibt Firmen, die euch Trading bereitstellen, aber da müsst ihr selber hingehen und dann werdet ihr definitiv nicht vom Telefon terrorisiert. Es gibt auch Webseiten, vertrauenswürdige Webseiten, wo man eben auch googeln kann, wo man so handeln kann, wenn man sowas unbedingt machen möchte. Aber grundsätzlich solltet ihr aus eigenem Interesse dazugehen und dann euch auch vorher wirklich informieren und nicht einfach blindlings drauf losrennen, was da dann nachher bei rumkommt. Weil wenn man blindlings in den Aktienmarkt rennt, ja, wie gesagt, dann kann man sein Geld auch eigentlich nehmen und anzünden. Kommt aufs Gleiche drauf hinaus. Reguliert und lizenziert, da kann ich Ihnen alles zeigen. In Handelsplattform können Sie sein. Okay. Ja. Und können Sie da die Musik mal ausmachen, weil da kann ich mich immer nicht konzentrieren. Ja, leider, wir sind also über 20 Mitarbeiter und wir haben ein bisschen Musik hintergrund. Ja, aber kann man die das ausmachen, stört? Weil dann können, weil sonst verstehe ich die immer so schlecht. Okay, ganz kurz bitte. Ja. Okay, jetzt? Da ist ja immer noch Musik im Hintergrund. Ich dachte, ihr macht die aus. Ja, aus? Ja, also das rote Knöpfchen oder das mit dem halben Kreis, ja, und dem Zipfel in der Mitte. Leider aus, wir sind viele Mitarbeiter und das wird langweilig von der anderen. Ja, und jeder hat seinen Kunde. Man versteht doch so schlecht was. Ah, wie toll. Dann ist es langweilig auf Arbeit. Als müsste man sich nicht irgendwie die ganze Zeit auf seine Kunden konzentrieren und irgendwelche wichtigen Bankgeschäfte machen. Nee, das wäre langweilig ohne Musik. Aha. Ja, unfassbar seriös. Bei Aufgaben, wo man sich irgendwie konzentrieren sollte, erst recht, wenn man auch dem Kunden zuhören muss am Telefon. Das auch noch in einer Sprache, die man selber, naja, nur so halbwegs beherrscht. Ja, da wäre es ja langweilig ohne Musik, ne? Also vielleicht würden die netten, naja, Wesen da am anderen Ende vom Telefon vielleicht auch einfach mal ein bisschen mehr Grips haben, wenn da keine Musik laufen würde, weil sie nicht abgelenkt wären. Naja, aber so weit denken die da scheinbar nicht bei ihrem Betrug und das kommt uns eigentlich auch nur zugute, weil hier kann man immer nur wieder den Hinweis geben, hört ihr Musik an der Hotline am Telefon, sofort auflegen, dieses Unternehmen ist in gar keinem Fall seriös. Egal, ob es ein großer Konzern ist, läuft da Musik, ist irgendwas faul, sofort auflegen, mit der Firma arbeitet ihr nicht zusammen, ist ganz einfach. Ja, ich konzentriere und ich spreche langsam, dass ich mich verstehen kann, Herr Steiner. Ja, ob du es besser machst, aber wir können es ja mal probieren. Okay. So, gleich werde ich Ihnen den Link... Ich habe Ihnen schon den Link gesendet. Ach, den haben Sie schon gesendet, den Link. Ach ja, ich wollte ja den Computer anmachen, hatte ich vergessen. Ja, hat er ja dem Anschein nach auch selbst vergessen, dass er mir das schon gesendet hat, weil er meinte ja auf einmal, auch gleich sendet er mir das, obwohl er mir das schon gesendet hat. Also, tja, vielleicht sollte man die Musik ausmachen, dann könnte man sich auch ein ganz kleines bisschen besser konzentrieren auf seine Arbeit. Oh, ich meine, man gibt denen schon Tricks hier und Tipps, den Vollpfosten, und irgendwie begreifen sie es trotzdem nicht, wie sie ihre Arbeit besser machen könnten. Naja, aber beweist ja nur, dass wir auf jeden Fall auf dem richtigen Weg sind. Und naja, so auf jeden Fall bescheißen sie viel, viel weniger Leute. Es werden zwar immer welche durchs Raster rutschen, aber das habt ihr ja bei allem. Ich meine, ihr könnt eine Straße ausleuchten, ihr findet immer irgendjemanden, der über den einen Hügel da stolpert. Das gibt's einfach immer. Das kann man nicht auslöschen, aber man kann auf jeden Fall die Welt ein bisschen erträglicher machen, ne? Okay. So. Jetzt muss ich ja... Ach, jetzt macht er noch Updates, der Computer. Was für ein Smartphone benutzen Sie? Was ist das? Smartphone. Was Ach für ein so. Smartphone habe? Ja, nee. So ein Ding habe ich noch nicht. Aha. Da habe ich noch ein altes Telefon, weil die kann man auch runterfallen lassen. Da gehen die nicht so schnell kaputt. Kein Problem. Nehmen Sie Ihre Zeit und machen Sie Ihren Computer an. Ja, ja, der fährt schon hoch. Der macht jetzt gerade Updates. Aha, okay. Was machen Sie beruflich, wenn ich frage das? Beruflich? Ja. Wollen Sie das wirklich wissen? Nein, Frage. Ja? Ich bin Türsteher. Türsteher? Ich stehe meistens immer so an der Tür und dann lasse ich die Leute nicht rein.
Haben Sie gehört über Shiba Inu, eine kleine Kryptowährung, digitale Währung? Mit dem Shiba kann man handeln, meinen Sie? Natürlich, mit ganzen Produkten, was an der Börse gibt. Weil ich kenne den Shiba nur aus dem Krankenhaus. Da setzt man sich drauf und da macht man rein. Es gibt eine digitale Währung, wie Dogecoin. Okay. Ja, und ist mit 800% innerhalb einer Woche hochgestiegen. Ja. Ja. So, jetzt muss ich hier mein Windows-Passwort eingeben. Okay. So. Jetzt lädt erstmal das Betriebssystem. Okay. Sagen Sie mir, wenn Sie bereit sind. Mhm. Okay. So. Jetzt ist der erstmal hochgefahren, der Computer, und das Betriebssystem geladen. Und jetzt kann ich so ein Internetfenster aufmachen. Okay. So, das Internetfenster ist jetzt auf. Und was soll ich da denn eingeben? Schreiben Sie. T wie Theodor. T wie Theodor Fall, ja? Genau. Ja. R wie Richard. Ein R wie Richard, ja, habe ich. E wie Emil. Ein R wie Emil. Ja, genau. Ein E, D wie Dora. D wie Dora, ja. E wie Emil. Ein E wie Emil. R wie Richard. Ein R wie Richard. O wie Otto. O wie Otto, ja. .com. Also .com. Nicht dot, .com. Also Punkt. So, das lädt jetzt. Und jetzt steht hier, die Seite wurde nicht gefunden. Die Verbindung mit dem Server xn-trdro-hrab.com schlägt fehl. Was haben Sie dort geschrieben? Na, trdero.com. Genau. Geht nicht. Ja, das ist kaputt. Kann nicht sein. Steht, Seite wurde nicht gefunden. Die Verbindung mit dem Server xn-trdro-hrab.com schlug fehl. Ist kaputt. Okay, gehen Sie in Ihre E-Mail-Adresse. Meine E-Mail-Adresse. In Ihre E-Mail-Adresse, in Posteingang. Haben Sie da eine geschrieben? Genau. Ach ja, haben Sie ja gesagt. Habe ich schon wieder vergessen. Wie ist denn Ihr Name da? Wie finde ich Sie da? Da haben Sie von meinem Kollegen eine E-Mail, von Donald. Donald, ah ja, hier Donald S. Die Plattform, Ausrufezeichen. Genau, drücken Sie auf den Link. Und so, dann muss erst mal hier... Ach du Gott, das ist ja Mikroschrift. Ah ja, hier... So, da soll ich jetzt drauf gehen auf den Link, ja? Ja, genau. So, und so, dann kopiere ich mir das da rein und dann... Jetzt habe ich hier eine weiße Seite, jetzt lädt hier irgendwas. Ah ja, jetzt kommt es, ja. Hm? Okay, jetzt was sehen Sie. Hier wackeln so Zipfel umher. Das ist ein Handy und da vor und dahinter wackeln so Zipfel immer hin und her. Genau. Sehen Sie... Oben auf der rechten Seite Login. Login, ja. Soll ich da drauf drücken? Drücken Sie Login. Ja. Okay, was sehen Sie jetzt?
jetzt bimmelt hier noch mein Browser. Ah ja, jetzt habe ich hier noch so eine blaue Weißseite mit wo ich was reinschreiben kann. E-Mail und Passwort, ja? Ja. Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse. Also das Gerold und dann MD und so weiter. Genau, Ihre E-Mail-Adresse, die Sie bei uns gegeben haben. Ja, und wie ist die Passwort? Ein großes A, ein kleines A und dann 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, Sie haben ja schon mit unserer Kollegin gesprochen, ja? Nö, aber das ist ja bei den ganzen Betrugsseiten immer das gleiche Passwort. Nochmal bitte? Ich sage, das ist bei den ganzen Betrügern immer das gleiche Passwort. Ach so, okay. So, was soll Sie, dass wir Betrüger sind, oder? Was soll ich denn jetzt hier machen? Geben Sie das Passwort. Ja, habe ich ja eingegeben. Bin schon eingeloggt jetzt hier in den Bums. Tja, vor allem das Dramatische an der Geschichte ist, ne? Ich sag's euch ja wirklich jedes Mal, wenn es um Passwörter geht, achtet darauf, dass Passwörter, auch wenn es sich blöd anhört, 200 Zeichen lang sind, wenn es geht noch ein bisschen länger, Sonderzeichen enthalten und jede Menge kryptische Symbole, die ihr auch so auf der Tastatur findet oder vielleicht mit der Alt-Taste und mit dem Tastenblock irgendwelche erfundenen Symbole noch, wie Karo-Zeichen, Pik und was weiß ich, was es da so alles gibt. Umso sicherer werden die Passwörter nachher. Ja, und auf gar keinen Fall irgendwelche Daten von euch privat, aus eurem Umfeld oder die irgendetwas mit euch zu tun haben. Das heißt, im Grunde genommen sollte man wirklich wie ein bekloppter Idiot einfach auf der Tastatur rumdrücken und das Passwort nimmt man dann. Dann reden wir von sicheren Passwörtern. Und auch diese Passwörter sind in der Theorie hackbar. Nur nicht mehr so einfach. Vor allem, wenn sie denn gut verschlüsselt sind vom Server selbst. Ja. Und ich habe hier gesagt, großes A, kleines A, 1, 2, 3, 4 und so weiter. Und letztendlich bin ich da drin. Und ich wusste ja gar nicht, welches Passwort ich habe. Naja, aber da ich mich mit dem Thema beschäftige, das Passwort, das wird ja hier immer genommen. Also sicher kann das in gar keinem Fall sein. Und hier soll euer Geld drauf verwahrt werden. Prima. Moment. Genau, jetzt sind Sie eingeloggt. Ja. Okay. Jetzt was sehen Sie? Beschreiben Sie mir bitte. Können Sie auch sehen, aus welchem Land ich mich eingeloggt habe? Nochmal bitte? Ich frage, ob Sie sehen können, über welches Land ich mich eingeloggt habe. Nein, das... Sie sind von in Deutschland, ja? Nee. Das kann ich leider nicht sehen, auf welchem Land. Ach so. Ja gut. Okay. Machen wir weiter. Sind Sie interessiert, das weiterzumachen? Ja, ja, klar. Dass es hier zwischendrin schon irgendwie um Betrüger ging, habe ich ja perfekt überspielt. Irgendwie hat er sich auch drauf eingelassen und hat es wohl scheinbar vergessen, um irgendwie weiterzumachen. In der Hoffnung, dass er hier noch irgendwas holen kann. Naja, aber dass wir hier schon mal vorgewarnt haben, worum es eigentlich geht... Naja, das wird auch der Grund sein, warum das Ende halt heute nicht so ganz so geil ist. Also zumindest nicht so, wie man es sich erhofft und klatschend vor seinem Bildschirm sitzt und sich darauf freut, dass sich hier quasi gleich verbal geprügelt wird. Ja, naja, ich denke mal, ab diesem Zeitpunkt ist er zumindest gesprächstechnisch etwas anders eingestellt und durchschaut das Ganze auch noch irgendwann. Aber da sind wir tatsächlich noch eine ganze Weile von entfernt. Okay. Umso mehr Material haben. Ganz oben in die Mitte. Sehen Sie Einzahlung? Ja. Drücken Sie Einzahlung, bitte. Ja. Okay. Jetzt sehen Sie Ihren Namen, Ausweisnummer, Kontostand 00 Euro, ja? Ja, genau. Okay, bis hinunter haben Sie drei verschiedene Beträge. 250, 500 und 1000 Euro. Ja. Mit welchem Betrag möchten Sie starten? Mit 10.000. Mit 10.000? Ja. Okay, schreiben Sie 10.000 Euro. Ja. Und weiter zu zahlen. Und dann? Und dann, was soll ich dann machen? Jetzt, wie möchten Sie das aktivieren? Jetzt kriege ich ein Krypto-Wallet und Swift. Kreditkarte benutzen Sie?
Ja, aber das ist ja hier ein Krypto-Wallet, wo man die Kreditkarte benutzt. Mit Krypto-Wallet möchten Sie das machen, ja? Nee, das ist ja hier ein Krypto-Wallet, wenn man damit Kreditkarte einzahlen will. Aber benutzen Sie Kreditkarte? Ja, sowas habe ich auch, ja. Okay. Drücken Sie bei der ersten Option, bei Kreditkarte. Ja, hier steht so, Vira Rosi ist von Überweisung. Da müssen Sie registrieren und dann werden Sie die Bankdaten bekommen. Ach so, und wo kann man da Kreditkarte andrücken, weil das steht hier nicht? Bei Visa. Ne, das habe ich hier Visa. nicht als Auswahlmöglichkeit. Ah, okay. Okay, dann drücken Sie die zweite Option. Na, die zweite bei Swift. Die zweite ist Swift. Das ist ja dann Überweisung. Genau. Das dauert ja dann so lange. Möchten Sie sofort das machen? Ja, noch klar. Okay. Ganz kurz bitte, dass ich mit unserer Finanzabteilung sprechen kann. Mhm. Also der Finanzabteilung sagt, wenn Sie mit 10.000 Euro starten möchten, mit Kreditkarte leider geht das nicht. Wieso nicht? Können Sie nochmal zurück und versuchen Sie mit einer kleinen Summe und dann können Sie später, wenn Sie möchten, schon wieder investieren. Also muss ich jetzt erstmal weniger machen? Genau. Gehen Sie nochmal zurück. Okay, dann lädt das jetzt hier erstmal. Moment. Warum bin ich denn eigentlich auf einer anderen Webseite, wenn ich da drauf drücke? Ein Schritt zurück, da wo sind die drei Beträge. Ja, ja, aber wenn ich da dann drauf drücke, dann komme ich ja auf eine ganz andere Webseite. Wie ganz andere Webseite? Ja, da ändert sich ja oben die Domain dann. Nein. Doch. Dann gehen Sie nochmal bei Ihrer E-Mail-Adresse und drücken Sie auf den Link. Ja, und wenn ich dann da auf der Webseite bin, dann komme ich auf eine andere Webseite. Dann heißt sie auf einmal Praxis Pay. Ja, wie eigentlich immer, man wird dann irgendwann auf irgendein illegales, komisches, ausländisches Krypto-Wallet-System Einzahldingensbums weitergeleitet. Also man zahlt irgendwie nie bei denen auf der Webseite ein. Klar gibt es sowas auch in Deutschland, wie zum Beispiel mit Sofortzahlung. Da gibt man dann seine Bankdaten ein und Sofortzahlung geht quasi in Vorkasse, damit das Produkt eben sofort bezahlt ist. Naja, aber das ist halt hier in dem Fall zwar sowas Ähnliches, meistens stecken da aber dann Krypto-Wallets dahinter, damit man das Geld gleich irgendwo im Ausland versenken kann und ihr dann da nie wieder rankommt. Egal, ob ihr da irgendwo ja einen Widerruf hättet machen können oder nicht, bei Kryptogeld, tja, da ist es halt nicht mehr verfolgbar und dann ist es weg. Da ist es hier auf der Webseite auch egal, ob ihr da in gleichen Krypto-Wallet nehmt oder da per Kreditkarte bezahlt. Letztendlich wird die Kohle da nur in Kryptogeld umgewandelt und wird sofort auf deren Konto versenkt. Ja, und wie es eben von Krypto-Wallet so üblich ist, die Kohle ist dann weg. Die kann man nicht mehr nachvollziehen. Das ist ja dann gar nicht mehr auf eurer Webseite. Axis Pay. Loggen Sie sich nochmal bei Tradero. Ist aber ganz schön kompliziert da bei Ihnen. Es ist nicht kompliziert. Bitte gehen Sie bei Ihrer E-Mail-Adresse, dort haben Sie den Link. Tja, wie schön, dass er mir hier seine Corona-Nase die ganze Zeit ins Telefon rotzt, falls es hier schon mal jemandem aufgefallen ist in dem Video. Das zeigt auf jeden Fall, wie viel Benehmen der Typ hier am Telefon hat. Ich meine, wenn man sich mal irgendwie räuspern muss oder so, wenn man so lange gesprochen hat und der Mund dann irgendwann trocken ist, das ist alles klar und okay. Aber hier die ganze Zeit die Nase hochziehen, ist ja wohl mega ekelhaft. Tja, vielleicht hat er auch einfach nur gerade irgendwie schon allein durchgezogen. Letztendlich reden sie hier immer von allein. Ja, warten Sie, da muss ich nochmal aufmachen hier. Dauert einen kleinen Moment. Ja. So, Donaldo S, dann drücke ich wieder auf den Link, beziehungsweise kopiere mir den in Tor-Browser. Ja, dann gehe ich da drauf, dann muss ich wieder meine E-Mail-Adresse bestimmt eingeben, weil ich dann ja komischerweise wieder ausgeloggt bin. So, dann
wir mal hier. Das, so dann auf Login. Dann dödelt es da auch nochmal ein bisschen. So, jetzt bin ich hier wieder auf der Login-Seite von Trendero. Okay. So, ein großes A, ein kleines A, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jetzt komme ich nicht mehr rein. Alles klein geschrieben, ja? Jo. Nee, also ein großes A, ein kleines A, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jetzt komme ich aber damit nicht mehr rein. Nicht 6, 5, bis 5. Ach so. Nee, auch nicht. Okay. Ist kaputt. Ja, ich komme da nicht mehr rein. Okay. Wenn die erste Mal sind eingeloggt. Wieso jetzt nicht? Weiß ich nicht, jetzt geht's nicht mehr. Okay. Vielleicht dann schreiben Sie kleines A, kleines B, kleines C. 1, 2, 3, 4, 5. Ja. Jetzt steht, User is locked out by 5 failed login. Okay, jetzt versuchen Sie jetzt. Nochmal, warten Sie. Ja, genau. Ah ja, jetzt bin ich wieder drin in dem Ding. Tja, ich kann euch auch höchstwahrscheinlich sagen, warum das Ganze hier so ist, dass ich da nicht mehr reinkomme. Denn das Ganze ist dann höchstwahrscheinlich, also wie gesagt, alles nur Theorien, ein Einmalpasswort. Das heißt, wenn ihr da einmal die Kohle eingezahlt habt und habt euch da einmal angemeldet und habt euch dann nicht sofort ein eigenes Passwort erstellt, dann kommt ihr da nicht mehr rein mit dem Passwort, was man euch am Telefon gegeben hat, da dieser Login nur einmal funktioniert. Ja, soll zwar sicherlich eine Sicherheitsvorkehrung sein, ist es aber nicht. Weil sicher ist nur, wenn man dann nicht so ein Schnulli-Passwort da bekommt. Zwei Faktoren gibt es ja sowieso nie, grundsätzlich nie auf diesen Webseiten. Ja, und deswegen kommt man halt da nicht rein, aber das scheinen die ja selber nicht zu wissen. Das begreift man nur, wenn man da eine Weile auf diesen komischen Betrüger-Webseiten auch unterwegs ist und überall nur mit dem Einmalpasswort auch eben einmal reinkommt und nicht zweimal. Letztendlich ist das Programm hinter diesen ganzen Betrüger-Webseiten auch jedes Mal genau das gleiche. Es ist exakt der gleiche Webseitenaufbau. Mir sind, ich glaube, 3 oder 4 verschiedene Varianten von solchen Webseitensystemen bekannt, die man immer wieder findet. Die teilen sich alle. Wahrscheinlich, aber auch wiederum nur wahrscheinlich, stecken dann da eben auch nur 4 Callcenter dahinter und letztendlich verschiedene Grüppchen für andere Callcenter-Namen oder andere Betrügernamen. Aber letztendlich könnte das teilweise so sein, dass das alles nur Vermutungen und Spekulationen, aber dass, wenn, ja, dieses, ich habe euch ja erzählt, 4 verschiedene System-Designs gibt es da. Da haben sie dann ihre Designmaske drauf, aber die 4 verschiedenen Systeme könnten in der Theorie auch einfach nur 4 verschiedenen Betreibern gehören. Ja, und die telefonieren dann halt eben für 100 verschiedene Webseiten. Kann ja sein. Ich meine, so würde sich das wahrscheinlich auch eher lohnen, weil unterm Strich macht es ja gar keinen Sinn, da so viele Mitarbeiter in einen so einer Betrügerfirma einzusetzen. Die rufen einfach alles an, was sich anmeldet. Tja, und deswegen gibt es auch die verschiedenen Namen. Ja, und wenn eins nicht gelaufen ist, dann probiert man es nochmal mit dem anderen Namen. Oder man verkauft das Ganze an den anderen Systembetreiber weiter mit einem anderen System und einer anderen Optik dann wieder. Ja, also so kann das alles laufen. Sind aber wie gesagt auch nur alles Theorien, so richtig rausfinden können wir das nicht. Aber grundsätzlich spricht es wirtschaftlich auf jeden Fall dafür, wenn quasi 100 Webseiten letztendlich der gleiche Mitarbeiter ist und der sich nur mit einem anderen Namen meldet, steht ja dann im Display, für welche Firma telefoniert wird. Ich meine, das steht ja hier bei mir auch drin im Telefon, wenn ich einen Anruf hier reinbekomme von den Betrügern, das ist exakt das gleiche Telefon wie mein privater Anschluss, nur dass eben die Nummern unterschieden werden. Bei meinem privaten Anschluss steht halt privat da und bei dem Betrügertelefon steht bei mir im Display immer für Betrügertelefon. Dann weiß ich auch, aha, das ist jetzt wieder so ein Call. Und im Grunde genommen muss hier der Mitarbeiter nur kurz ablesen, für welche Firma er gerade anruft. Okay. Drücken Sie nochmal bei Einzahlung. Ja. So, und jetzt soll ich erstmal 1000 nehmen. Nicht 1000. Also testen Sie uns mit einer kleinen Summe zum Messen. Oh, jetzt habe ich aber schon auf 1000 gedrückt. Okay. Ja. Jetzt sehen Sie die Kreditkarte, ja?
Jetzt kriege ich ja auch die Visa und Mastercard als rotierende Schleife angezeigt. Bei der ersten Option. Ja, und dann habe ich auch wieder dieses Virarosi und dann habe ich auch noch Viritopay. Lassen Sie es, drücken Sie meine Kreditkarte, die erste Option. Kann ich nicht das dritte nehmen? Das ist mal was anderes. Ja, bei Visa. Ich wollte gerne mal das dritte nehmen, das ist mal was Neues. Kann man ja mal gucken, ob da was Cooles passiert. Hab da mal bei dem dritten jetzt mal. Jetzt kommt hier Open a Secure Connection. Jetzt ist weg die Seite. Jetzt kommt was Neues. Late. Was haben Sie gedrückt? Das dritte. Nicht die dritte, die erste, die bei Kreditkarte. Ach so. Jetzt habe ich aber das dritte ausprobiert. Jetzt steht hier, ich soll warten. Ah, jetzt steht hier Pay with Cards. Genau, da drauf drücken. Ich bin jetzt hier auf Virtual Pay. Pay with card. Drücken Sie bei Pay with card. Ja. Und dann? Und dann jetzt sehen Sie Name, Nachname. Nee, Currency dann sehen Sie US-Dollar. Nee, das habe ich jetzt alles nicht. Da steht nur Kartennummer. Kartennummer. Geben Sie Ihre Daten. Mann, da muss ich mir schnell eine generieren. Was soll ich da für eine Karte nehmen? Also, was für eine Kreditkarte haben Sie? Visa oder Mastercard? Ja, ich habe eine Dongzhuang, eine Discover, eine American Express und eine JBC-Karte. Bei CC-Karte? Ja. Und welche soll ich jetzt nehmen von den Karten, die ich aufgezählt habe? CC. Also die JBC-Karte. Genau, Sie haben eine CC-Karte. Ja, dann nehme ich die JBC. So. Dann kopiere ich jetzt die Kreditkartennummer da rein, ja? Okay. Und die CCV kopiere ich da rein. Okay. So. Und dann kopiere ich da noch das Verfallsdatum rein. Genau, Ablaufdatum, Monat und Jahr. So, jetzt drücke ich auf PayUS 1165.76. Genau. So, und dann steht da Invalid Card Date, please enter valid date IE MMYY. Ja, weil vielleicht haben Sie nicht die richtige Date gegeben. Kann sein, ich mache mal normal. Ja. Machen Sie langsam. Jetzt kommt hier so ein oranger Kreisel. Was kommt? Ein Schleuderkreisel, das schleudert jetzt hier so. So eine Bumsmurmel, die sich hier im Kreis schleudert. Aber wieso haben Sie nicht bei der ersten Option? Das ist doch die dritte Option, wo ich jetzt reingegangen bin. Und jetzt kommt da so ein oranger Bumskreisel. Und das kreiselt und kreiselt und passiert nichts. Jetzt steht hier Error, Typ Error, Netzwerk Error, wenn Admitting to Fresh Resource. Error? Ja. Das ist was kaputt. Okay. Da steht Typ Network Error, also ist was kaputt da mit eurer Seite. Okay, gehen Sie bitte einen Schritt zurück. Einen Schritt zurück, ja. Ja. Jetzt bummelt der Browser wieder hier. Jetzt kommt hier wieder. Was sehen Sie jetzt? Jetzt kommt ein anderer Kreisel. Ah ja, jetzt bin ich wieder auf der Seite, wo ich, da wechselt sich so Visa und Mastercard ab. Okay, drücken Sie bei Visa und Mastercard. Kann ich da auch was anderes reinschreiben, weil ich habe keine Visa-Karte. Sie haben eine CC-Card, Mastercard. Nee, ich habe eine JBC-Karte. Mit welcher Nummer fängt das an? Mit einer 3. Mit der 3? Ja. Das leider funktioniert nicht. Warum nicht? Ja, weil das ist Maestro. Nee. Da können Sie keine Online-Transaktion machen. Doch, das ist ja eine Kreditkarte. Keine Maestro. Wenn das Kreditkarte ist, funktioniert. Ja, dann mache ich die da rein. Genau, da steht jetzt auch JBC. Da habt ihr gleich automatisch den Logo da erkannt. Seht ihr, das geht auch mit anderen Karten. Okay. Ja. So, jetzt muss ich hier Card Express. Was ist denn das? Ach, das ist bestimmt wieder das Verfallsdatum. Dann machen wir das da noch mit rein. Wie viel Nummer hat die Karte? 16 oder ja. Weniger? Die hat 16 Karten. Habe ich schon mal nachgezählt. Okay. So, denn die 948 bei der CVV. Oh, das kann man nicht mal reinkopieren.
Da kommt hier so ein scheiß Ding, da muss man das... Ja, nervig. So, dann machen wir das jetzt hier so 9, 4 und die 8. Also gleich habt ihr das Geld, glaube ich. Hallo? Doch kein Geld? Ich bin da. Ja? Ich bin da. Ja, sagen Sie mir bitte. Ja, so, jetzt muss ich hier nochmal wegen dem Datum. So, jetzt die 2-4, das ist aber komisch gemacht hier. So, jetzt Edit billige Info. Genau, draufdrücken. Ja, habe ich gemacht. Und dann? Jetzt füllen Sie die Daten ein, Name, Nachname, Stadt, Postleitzahl, alles was da steht. Ja. Und jetzt soll ich auf Deposit drücken bestimmt, ne? Genau. Habe ich gemacht. Jetzt steht ja Processing. Transaktion hat geklappt. Geld ist naja, auf. Das ist rejected. Hier steht, es hat geklappt. Ist grün. Steht mit grün? Ja. Okay, machen Sie einen Screenshot und schicken Sie wieder per E-Mail. Ein was? Ein Screenshot. Jetzt bin ich wieder ausgelockt. Bei meinem System sagt, dass die Transaktion nicht erfolgreich ist. So, ist rejected. Bei mir hat er aber grün und dann war ich auf einmal ausgelockt. Ja, was sehen Sie dort? Jetzt bin ich hier wieder bei der Login-Seite. Ja genau, weil hat das nicht geklappt. Loggen Sie sich ein und sehen Sie die Summe. Jetzt möchte ich das nochmal von vorne machen. Ja genau. Hm. Aber ich habe keine Lust, das jetzt nochmal alles einzugeben. Ihr habt ja jetzt schon die Daten. Hallo? Also ich verbinde mit einer von Finanz. Kommt jetzt noch der Schlaue? Ja, hallo, schönen Tag, zwischen der Gerold Steiner. Ja, wer ist denn da jetzt? Grüße Sie, ich heiße Juli. Ich melde mich von der Firma Redero wegen den Anmeldungen, die Sie gemacht haben. Und ich habe gesehen, dass Sie haben versucht, den Einzahlung zu tätigen. Aber leider hat es nicht geklappt, oder? Ja, weiß ich nicht, doch, das war ja hier grün, aber da waren ja die Kollegen ja, alle irgendwie zu blöd. Ja, ich habe auch das Gespräch gehört eigentlich und ich verstehe nicht, warum die Einzahlung nicht geklappt hat. Aber wenn ich fragen darf, jetzt, was für eine Kreditkarte haben Sie benutzt, um die Einzahlung zu tätigen? Eine JBC-Karte. Eine JBC? Ja, eine JBC-Karte. Hm? JBC-Karte, eine Sekunde bitte. Okay, und haben Sie auch mit dieser Kreditkarte etwas gekauft online? Ja, da kaufe ich immer das ganze Spielzeug ein, was man so nehmen kann. So. Ah. Ja. Aha, okay, ich verstehe. Okay, können Sie bitte noch einmal auf die Webseite gehen, wo Sie die drei Beträge sehen können? Wie finde ich da? Achso, da muss ich wieder auf Einzahlung, ja? Ja, bitte, genau. Da lacht jemand ganz dreckig im Hintergrund. Entschuldigung? Ich hab gesagt, da lacht jemand ganz dreckig im Hintergrund. Wer hat das denn Sie sind auch für unsere Mitkollegen hier. Ach so. Weil wir sind ein großes Büro hier. Ach so. Ja, es ist eine Frau, die immer so laut lacht. Ach so. Können Sie dir mal sagen, die soll mal leise sein? Ja, ich kann sie auch ja sagen. Ja, machen Sie mal. Ja, aber Sie wissen schon, mit den Frauen, Mann, die sind alle verrückt, oder? Ja. So, nu? Okay, geht es jetzt besser, oder? Ja, weiß ich nicht, ich dachte, jetzt kommt jemand Intelligentes. Wir sind ja schon der Dritte, der es hier probiert. Aber irgendwie sind alle zu doof. Okay, eine Frage. Sind Sie jetzt auf die Startseite gegangen, also bei der Einzahlungsseite, oder wie? Ha. Okay. Okay. Also sehen Sie wieder die drei Summen, oder? Ja. Okay, also ich habe auch ja gesehen, dass Sie haben jetzt versucht mit dem Kapital von 10.000 Euro. Ja. Also, okay, und auch mit 1.000, aber ich würde Ihnen auch vorschlagen und den Mindestbetrag. Ja, aber der Mann hat da gerade gesagt, der will dann nicht so viel Geld haben von mir. Ich soll da weniger machen. Ich hätte ja lieber mehr genommen, aber da wollte er nicht so viel. Okay, mit was für ein Kapital möchten Sie beginnen denn? Ja, 10.000 dachte ich. 1.000? Okay, dann machen wir 1.000. Nee, 10.000 dachte ich.
Also damit Sie es auch schon wissen, eine Kontoaktivierung von einem Kapital bis zum 10.000 Euro müssen Sie auch einfach eine Überweisung tätigen. Ja. Weil durch die Kreditkarte kann es ja auch gar nicht annehmen. Aber ich will Ihnen auch empfehlen, mit 1.000 oder mindestens die kleinste Summe 250 zu beginnen. Und warum? Eigentlich ist nur ein kleines Kapital, das normalerweise auch durch Ihre Kreditkarte kann es eigentlich sofort eingezahlt sein. Aber, wie gesagt, nur damit Sie eine Plattform testen können, was für eine Firma wir sind, können Sie selber schauen. Mit einem wenigen Betrag. Das weiß ich doch auch so. Okay, aber Sie wissen schon, dass die Entscheidung liegt immer bei Ihnen. Ob Sie mit 250 oder 500 oder 1.000 beginnen möchten, ist ja Ihre Entscheidung. Das ist ja kein Problem. Ja, ja, aber das Bild, das habe ich mir ja schon so gemacht. Das haben wir ja am Passwort schon festgestellt. Okay, sind Sie jetzt komplett ausgelockt, oder? Nee, ich, also weiß ich nicht. Ich bin jetzt hier immer noch auf der Seite, wo ich die drei Zahlen sehe. Was soll ich denn da machen? Okay, was sehen Sie jetzt bitte? Beschreiben Sie mir. Also vor mir habe ich meine Tastatur. Daneben steht meine Kaffeetasse. Gleich schräg dahinter, über der Maus, habe ich meine E-Shisha stehen. Mittlerweile ohne Nikotin, da bin ich schon ganz stolz drauf. Okay, ich hätte gemeint, was sehen Sie auf dem Bildschirm von Ihrer PC? Ja gut, da wäre ich jetzt noch hingekommen. Auf welchen der vielen Monitore soll ich denn? Haben Sie verschiedene Monitore oder wie? Vier Stück, ja. Bei dem einen habe ich den Ordner, wo ich die Gespräche reinpacke. Auf dem anderen Bildschirm habe ich das Schnittprogramm, auf dem mittleren Bildschirm habe ich das Aufnahmeprogramm und auf dem ganz rechten Bildschirm, da habe ich einen Tor-Browser auf. Ah, okay, das ist schon okay. Also, wie gesagt, ich wollte Ihnen aus... Okay, Sie haben gesagt, dass Sie sind gerade, um dieses Gespräch aufzunehmen? Ja, natürlich, für YouTube. Ah, okay, so, ich hätte es ja nicht gewusst. Okay, denn. Also, gehen Sie bitte nicht auf die Bildschirme, wo Sie Ihre Aufnahmeprogramm jetzt haben, aber bitte gehen Sie mal beim Google-Seite. Wollen Sie? Also, Sie meinen, ich soll im Tor-Browser die Google-Seite öffnen? Genau, und versuchen Sie mal wieder auf die Webseite zu gehen, beim Tredero. Na, die habe ich doch noch auf. Muss ich doch nicht auf Google gehen, ist doch umständlich. Okay, können Sie mal einloggen auf das Plattform, wo Sie früher eingeloggt sein waren? Na, ich bin noch eingeloggt. Weil auf meinem System, ich sehe, dass Sie sind ausgeloggt. Wollen Sie, ich kann ja mal irgendwo draufklicken. Also ich bin noch eingeloggt. Nee. Okay, was sehen Sie jetzt bitte? Jetzt habe ich vor mir, Ihr Profil ist nicht vollständig. Vervollständigen Sie Ihr Profil, um alle Vorzüge unserer Plattform nutzen zu können. Und dann kann man da auf Überprüfen klicken. Und da drunter steht Favoriten, dann steht da drunter das Wort Symbol, daneben steht Kursänderung, daneben Verkaufen, daneben Kaufen. Und da drunter bummeln so drei Punkte. Und dann haben wir so Graphen, wo so eine Statistiken sind. Und verschiedene Länderflaggen habe ich. Und dann steht hier überall Verkaufen und Kaufen. Und daneben, da sind dann überall so Sterne, wo man draufklicken kann. Und wenn ich da jetzt so weiter runter scrolle, dann steht da Top Mover. Und da drunter steht dann immer ganz viel mit Handeln. Und da sind auch wieder so Länderflaggen. Ist das richtig? Ich würde mal behaupten, den haben wir wieder bekommen. Tja, den haben wir mehr oder weniger zu Tode gequatscht. Naja, aber ich beschreibe euch jetzt mal, wo ihr mit der Maus hinfahrt. Ihr habt den Bildschirm vor euch. Ganz unten unter dem Video gibt's so ein Symbol mit einem Daumen nach oben. Da müsst ihr als erstes draufklicken. Daneben und dann noch ein ganz kleines Stückchen weiter runter steht Abonnieren. Den Knopf müsst ihr übrigens auch drücken. Und wenn euer Internet nicht ausfallen soll, dann ist es ganz, ganz wichtig, dass ihr auch die Glocke daneben drückt, denn sonst funktioniert euer Internet nicht. Ich bedanke mich fürs Reinhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Nee, hab euch nur verarscht, bin immer noch dran. Ja, also das war natürlich mal wirklich wieder ein absoluter Vollpfosten, den wir hier am Telefon hatten. Beziehungsweise eigentlich gleich, ich muss nachrechnen, eins, dann war die Frau war ja noch und ja genau, drei Leute haben wir ja verarscht am Stück. Tja, schon eine Glanzleistung. Sehr intelligentes Callcenter. Ja, und das ist, dass ich so verarsche, haben sie seit der Mitte nicht mitbekommen. Weil da habe ich ja schon das erste Mal den Hinweis gegeben, dass wir hier von einer Betrugsfirma sprechen. Der letzte, der hat ja mitgekriegt, dass ich die ganze Scheiße aufzeichne.
Jo, aber hat sich ja trotzdem noch weiter dafür interessiert, was ich vor mir sehe. Na, dass er denn irgendwann abbricht, ist ja wohl logisch, dass wir hier keine Diskussionsrunde mehr mit dabei hatten, aber ich hoffe, euch hat das Video trotzdem ein bisschen gefallen. Ihr wisst ja Bescheid, den Daumen nach oben habe ich euch erklärt, wo ihr den findet, ansonsten den roten kleinen Button mit der Glocke daneben, der ist auch nicht ganz irrelevant für diesen Kanal hier. Ja, und wer möchte, der findet jetzt hier noch eine Playlist mit allen anderen Videos auf diesem Kanal. Ich bedanke mich, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.